Der Produzent meinte, aus euch mache ich Stars. Ihr werdet viel Geld verdienen. American Gladiators ist eine Fernsehshow, in der sich normale Menschen mit Muskelprotzen messen können. Nichts war abgesprochen. In jedem Kampf ging es um alles. Es war brutal. Wir hatten Groupies, wir hatten Sex, wir nahmen Drogen und wir sind in deine Stadt gekommen, um dich zu vermöbeln. Da dachtest du dir, wir sind berühmt. Die Egos wurden immer größer. Gegen 100 Kilo gehärteten Stahl und Sexappeal wird keiner was ausrichten. Was mal toll war, fing man an zu bereuen. In der Umkleide lagen Spritzen und Nadeln rum. Als Sportler muss dir klar sein, wie weit du gehen willst, um deine Leistung bringen zu können. Roid Rage gibt es wirklich. Er ist dem Schiedsrichter hinterhergerannt. Das war heftig. Ich spüre seine Zähne in meiner Backe. Mein bester Freund beißt mir ins Gesicht. Diese Kämpfe waren gefährlich. Sie haben nicht mit den Verletzungen gerechnet. Der schlimmste Kampf, Human Cannonball. Die fliegen dir an einem Seil entgegen und hauen dich über den Haufen. Und das war's für ihn. Wir haben gewusst, dass es Probleme gab. Man hätte blind und taub sein müssen, um das nicht zu merken. Bei American Gladiators kannte man keine Gnade. Falls du glaubst, dass du unersetzbar bist, es stimmt nicht. Das wollten sie den Leuten zeigen. Als es mit der Show komplett bergab ging, das war schrecklich. Es war völlig unmöglich, dass die Show weitergehen würde.